die Reise nach Spanien. Wo wollen wir hinfliegen? Wie wäre es mit Spanien? Ja, lass uns losfahren zum Flughafen. Hey, Leute, wo liegt denn eigentlich Spanien? Spanien liegt auf der Nordhalbkugel, westlich vom Mittelmeer. Wie ist denn das Klima in Spanien? Das Klima im Sommer ist sehr heiß und trocken und kann über 35 Grad werden. Der Winter ist sehr kühl und Regen fällt vorwiegend in den Wintermonaten. Wusstet ihr, dass die Flusseinzugsgebiete Ebro und Tajo sind? Ja, es gibt auch viele Flüsse, zum Beispiel Duero und Guadiana. Und was für Gebirge kann man sich da anschauen? Die Pyrenäen oder auch das Kantabrische Gebirge. Ich liebe Tiere und Pflanzen, aber welche gibt es da? Es gibt viele Sträucher, Buscharten, Grasarten und Weintrauben. Und Tiere gibt es auch eine Menge, zum Beispiel Füchse, Wölfe, Rotwild und Stiere. Pflanzen benötigen Licht, Wärme und Wasser, um zu wachsen. Früchte gibt es auch sehr viele, zum Beispiel Feigenkakteen und Mandarinen. Mandarinen, Zitronen und vieles mehr liefern sie zu uns nach Deutschland her. Oh, wir sind ja schon da. Endlich sind wir angekommen. Der Flughafen sieht richtig schön aus. Wollen wir uns abkühlen am Strand? Ja, dann können wir gleich etwas an der Strandbar trinken.